Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir machen weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar müssen wir erstmal von denen hier noch flüchten. Wir haben gerade den letzten Attentat gemacht. Du fasst mich nicht an. Dafür gibt es erstmal eine Schelle. Du laberst schon wieder Scheiße. Halt dein Maul. So, jetzt bedeutet es erstmal flüchten. Und zwar hier rein. Zack. Okay, auf zum Büro. Das ist sinnlos. Hier finde ich ihn nie. Nee, hätte ich auch gesagt. Oh, oh, oh. Wer sieht uns denn? Oh, ich sehe eine Flagge. Ich sehe eine Flagge. Und die will ich haben. Du entkommst mir nicht. Ja, ich könnte die alle vom Büro dann töten. Also, auf zum Büro. So, da sind die auch schon auf dem Büro. Und jetzt töten wir erstmal. Na, komm her. So, dich haben wir. Du bist der Nächste. Tschüss. 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 Ich werfe mir in diese Richtung. Du bekommst erstmal eine dicke Schelle. Ja. Dich werfen wir auch runter. So, wer sieht mich jetzt noch? Okay, sieht mich überhaupt noch jemand? Naja, wir flüchten mal. Verstecken wir uns mal hier. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, jetzt. Oh Mann. Na gut, ab ins Büro. So. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Natürlich. Ja. Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, gehen wir gleich mal zu Al-Mualem. Und berichten ihm von unserer großartigen Tat. Al-Mualim, meine ich. Nicht Al-Mualem. Jawohl, will ich. Speichert. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Okay. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das, wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja.
Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist, und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Alter Ir. Neue Waffe. Rang 8, Erinnerung. Neue Fähigkeit erlernt. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Haben wir echt schon 8 Leute gekillt? Also, 8 Attentatsziele? Nee. Der flieht doch vor etwas. Ich glaube, da muss ich nochmal kontrollieren. Da habe ich mich ja voll verzählt. Muss ich demnächst echt mal kontrollieren. Wovor flieht er nur? Na gut, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Nach Akkon. Ins Büro. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Die Schnellreisen sind schon cool. So, speichert. Achso, ich muss ja da zu ihm rein. Erstmal. Seid gegrüßt, alter Ir. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Alter Ir. Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Das werde ich. Das werde ich. So. Also, Osten der Docks. Also, das wird dann hier irgendwo sein. Ach nee. Hier wahrscheinlich. Genau. Nicht, dass ich wieder wo Falsches hinlaufe. Na komm, herauf. Gucken wir doch mal. Oh. Da komme ich nicht herauf. Ja, genau. Leg dich jetzt mal schlafen. Nee, ich tue jetzt nichts. Oh. Junge. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Ja, die sehen mich gerade irgendwie ein bisschen. Ich möchte da bitte gerne auf den Turm. Oh, Nummer 1. Den erledigen wir so. Bevor er uns noch sieht. Auf den Turm muss ich drauf.
komme ich da am dümmsten hin? Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Nö. Komm, geh doch runter. Fallen lassen. Okay. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Die Wachen erkennen mich jetzt mittlerweile. Das ist schlecht. So, ui, oh. Der ist runtergefahren. Lol, wer sieht mich denn? Wo steckst du? Ein Assassine! Nee, keine Assassine. Meinst du bloß? Warte, ich komme hier nirgends drauf. Da werde ich auch nicht rüberkommen. Doch, jawohl. Ich erklimm gerade euren Turm. Das tue ich. Wer ist hier für Verantwortung? Ich. Und synchronisieren. Ist immer lustig, wie die Leichen da rumliegen. Schön mit dem Spagat, verdrehter Kopf. Obwohl ich nur ein Messer auf ihn geworfen habe. Gut. Informantenherausforderung. Doch rennen. Alles klar. So. Hier. So. Wo steht der gute Informant? Ja. Das überleben wir noch. Ja, ja, ihr auch, wenn ihr mich angreift. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Okay, wird mir scheinbar auf der Map angezeigt, wo ich hinlaufen muss. Ich habe, was ihr braucht. Zutritt verboten. Geht fort mit euch. Ja, der hat sich erledigt. Da links war eine Flagge, da rechts ist auch noch eine. Scheiße. Alter, was geht denn mit dem ab? Flüchtet er vor jedem? Ist wohl auch so ein Behinderter. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Oh, sorry. Das sind wohl die Gangster, nehme ich an. Ja, es war jetzt... Ja, kletter doch weiter. Es war jetzt nicht ganz ein Dachrennen, aber so geht's ja auch. Hallo. Friede sei mit euch, Bruder. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Ja, dann lesen wir doch gleich mal. Brief, der beweist, dass Siebrand sich auf sein privates Schiff zurückziehen wird. Okay. Hört sich doch schon mal gut an. Jetzt machen wir mal den Turm hier. Schert euch fort! Ich bin schon weg. Dürftest mich nicht mehr sehen. So. Gut, jetzt können wir da ungestört raufklettern. Hoffe ich mal. So, hier drauf und hoch. Na komm schon. Und synchronisieren. Gut. Jetzt haben wir eine Befragung und eine Informantenherausforderung. Ja, machen wir zuerst die Befragung. Und zack. So, das war's wieder mit dieser Folge. Eure Ladung.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Haut rein und ciao.